TechnoSafe. Der neue Modulkeller von Glatter Fertigkeller ist die ideale Ergänzung zu Ihrer Glatter Bodenplatte. Mit einem Rohbauaußenmaß von 5,52 x 5,52 Metern und einer lichten Rohbauraumhöhe von 2,65 Metern wird er vollständig witterungsunabhängig im Werk gefertigt. Der TechnoSafe Keller besteht aus zwei Modulen mit jeweils drei Seitenwänden und einer Bodenplatte. Außenwände und Bodenplatte werden bereits im Werk mit einer 12 cm starken Dämmung versehen. Somit können die Kellerhälften direkt auf der begradigten Schotterschicht in der Baugrube platziert werden und die Betonage der Kellerbodenplatte entfällt. Im Standard enthalten sind eine Kellerinnenwand, ein Kellerfenster sowie ein Kunststofflichtschacht. Gegen Mehrpreis kann das Leistungsspektrum um eine Kellerinnentreppe aus Beton durch Glatter oder alternativ durch eine Holztreppe durch die Hausfirma erweitert werden. Nach dem Verfüllen der Arbeitsräume wird die Kellerdecke zusammen mit der Hausbodenplatte betoniert. Das Grundgerüst der Module bildet der Bewährungskorb. Die einzelnen Stahlstreben werden im Werk zu einem stabilen Verbund verschweißt. Der Stahl erhöht die Stabilität und gewährleistet vor allem die Tragfähigkeit der betonierten Module. Vor der Betonage wird die Schalung vorbereitet. Im ersten Schritt wird die Dämmung passgenau an allen drei Wänden und unterhalb der Bodenplatte eingelegt. Die späteren Wandöffnungen für Fenster und Tür werden mittels Holzabschalung ausgespart. Anschließend wird der Bewährungskorb in die Schalung eingehoben. Nachdem der Kern in die Schalung eingelassen ist und alles ordnungsgemäß verschlossen ist, wird die Betonpumpe angeschlossen. Die Betonage beginnt. Nach ca. 8 bis 12 Stunden ist das Modul vollständig ausgehärtet und die Schalung wird wieder geöffnet. Der Deckenkran hebt den Kern aus der Schalung. Anschließend fahren die Seitenwände der Schalung heraus. Das Modul ist bereit zum Herausheben. Dafür verankert der Arbeiter die Haken des Deckenkrans sorgfältig in den vorgesehenen Halterungen in der Bodenplatte und der Außenwand des Kellermoduls. Vorsichtig wird das 18 Tonnen schwere Fertigteil herausgehoben und ist bereit zum Transport auf die Baustelle. Mit Hilfe eines Krans werden die beiden Kellermodule nacheinander in die Baugrube eingehoben. Markierungen und Schnurgerüste ermöglichen eine präzise Platzierung der Module. Über zuvor einbetonierte Ankerplatten bzw. Spannschlösser werden die zwei Kellerhälften mittels Edelstahlschrauben systematisch miteinander verbunden. Das geprüfte AquaSafe-Kompressionsprofil an den Stoßfugen der Außenwände und Bodenplatte macht die Kellerkonstruktion absolut wasserdicht. Anschließend werden die Kellerinnenwände versetzt und die Deckenelemente verlegt. Im letzten Schritt werden die Kellerdecke und Bodenplatte in einem Guss betoniert. TechnoSafe – der modulare Keller zu Ihrer Bodenplatte.